Viertel. Es wird immer gemütlicher, es wird immer intimer. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder gekommen sind. Das wird diesmal ein sehr außergewöhnlicher Abend. Zeitgenössischer geht es eigentlich gar nicht. Unsere junge Komponistin ist anwesend und sie hat mir auch zugesichert, dass ihr nach dem Konzert sehr gerne Fragen beantwortet, wenn Sie irgendwas interessiert. Das Programm wird durchlaufen. Da gibt es hier eine große Sanduhr, da gibt es ein Mischpult, da gibt es Boxen, da gibt es Elektronik, ein Flügel und einen Drehleier. Wer weiß, ob die überhaupt gespielt wird. Lassen wir uns überraschen. Viel Spaß für heute Abend und willkommen an Peter, Christoph und Katrin Weller. Thank you.
die Vergangenheit tot und abgetan, die Zukunft ungewiss und die Gegenwart ein schmaler Grat von Realität der zwei Nicht-Realitäten voneinander trennt? Oder ist die Gegenwart kein bloßer Zeitpunkt, der im nächsten Augenblick ins Nichtsein versinkt, sondern als erlebte Gegenwart die Erfahrung einer wahren Wirklichkeit, in der es ein Vorher und Nachher nicht gibt? Funktioniert der Mensch das Messen von Zeit? Zu Anfang mit Hilfe der Sonne oder des Mondes. Schon unsere frühesten Vorfahren beobachteten und studierten die Gesetzmäßigkeiten der Sonnenwand. Der Wandel geschaffen wird zur Zeitangabe. Aber regelmäßige mechanische Zeitmessgeräte bringen unsere Vorstellung von Zeit abläuft. Wir vertrauen so auf den gleichmäßigen Rhythmus der Zeit, dass wir ihm alles unterwerfen. Zeit ist ein schwer fassbares Phänomen und wahrscheinlich existiert es gar nicht in der Weise, wie wir es empfinden. Vor etwa einem Jahrhundert bewies Einstein, dass Zeit relativ ist. Die Wahrnehmung ändert sich, dass die subjektive Zeitwahrnehmung eine ausgesprochen paradoxe Angelegenheit ist. Erleben wir auch im Alltag immer wieder. An einem langweiligen Bürotag vergeht die Zeit oft quälend langsam. Im Unglücklicher wahrscheinlich die Routine mit sich verbrachte Zeit dann kurz. In den Ferien dagegen fliegt die Zeit nur so dahin, in der Erinnerung wiederum können uns die Tage am Meer beinahe endlos erscheinen. Und besonders wichtige Momente dauern immer einen Moment länger. Aber auch wenn wir Zeit manchmal als überraschend veränderlich empfinden, befindet sich in unserem Gehirn ein sehr präzises Instrument zur Messung von Zeiträumen im Minuten- und Sekundenbereich. Doch dieses Instrument gehört zu den am wenigsten erforschten Funktionen des Gehirns. Wenn wir selbst vergessen, mit dem Finger vor uns liegt, verfallen wir alle etwa am denselben Rhythmus. Ein Schlag etwa jede halbe Sekunde. Man könnte meinen, unser Gehirn hätte eine Art eingebautes Metronom. Verblüffenderweise existiert allerdings wahrscheinlich kein eingebauter Schrittmacher im Gehirn, der diesen Takt vorgibt. Im Gegenteil, in den verschiedenen Arealen des Gehirns sind höchste unterschiedliche Rhythmen und Intervalle von Aktivität feststellbar. Doch ein Teil des Gehirns, das Triadum, erkennen diese durcheinander offenbar wiederkehrenden Muster und ordnet sie zu einem gemeinsamen Takt, wie wenn ein Dirigent seine Orchestermusiker synchronisiert. Der Rhythmus, der unser Gehirn vorgibt, bestimmt auch unsere Zeitwahrnehmung. Doch die Zeit ist relativ. Wenn wir aufgeregt sind, zum Beispiel in Glücksmomenten und gefahrenen Situationen, beschleunigt sich unser Puls. Wir ticken innerlich schneller und schon kommt uns die Zeit länger vor. So berichten Menschen, die etwa einen Absturz in den Bergen überlebt haben, dass sich während des Falls die Zeit für sie dehnte. Auch impulsive, ängstliche oder depressive Menschen überschätzen Zeitspannen leicht, weil sie gefühlsmäßig stark erregt sind oder sich sehr auf sich selbst konzentrieren. In der Meditation wiederum lässt die Konzentration auf das Atmen die Zeit subjektiv langsamer vergehen. Für sehr erfahrene Meditierende löst sie sich ganz auf. Dann entsteht eine lange Zeitlosigkeit. Hat das nennende Wesen menschlich?
Stefan Angers sprach in diesem Zusammenhang schon 1987 von der Antiquität des Menschen. Nietzsche dachte noch an die Zucht des Übermenschen aus dem bisherigen heraus, vor allem mit den Mitteln der Bildung und Erziehung. Nun helfen Techniker bei der Konstruktion des neuen Menschen. In Zukunft werden intelligente Maschinen in vielen Bereichen die menschlichen Fähigkeiten ersetzen oder verbessern. Künstliche Intelligenz versus menschliche Intelligenz. Transhumanismus. Machine Learning. Immunbearbeitung eröffnen eine ganz neue Welt mit einem immensen Einfluss auf unser zukünftiges Leben, Wohnen und Arbeiten.
eine Kammermusik für Frauen im Kirchlein Oberzog. Peter Christoph spielte in Gerät 5 für Oboe Solo. Es ist gleich 20 Uhr. Was genau die Oboe so besonders macht, hören wir gleich. Zuvor spielt Peter Christoph das dritte Stück des Zyklus Engrave. Dieses war in seiner ursprünglichen Fassung für Helder Tenorblockflöte. Thank you.
Oboe, veraltet auch Hoboe, beides ein Deutsch-Hungengen von Französisch Ola, ist ein Holzblasinstrument mit Doppelhornblatt und einer schwach konisch gebohrten Röhre. Das mit Platten ausgestattete Instrument hat seinen Ursprung in der französischen Barockmusik des 17. Jahrhunderts und stellt eine Weiterentwicklung der mittelalterlichen Schallei dar. Oba, der französische Name des Instruments, bedeutet so viel wie hochklingendes Holzinstrument und ist als Bezeichnung für eine Art Schallei bereits im 15. Jahrhundert belegt. Das etwa 65 cm lange Instrument hat wie das Saxophon einen konischen Klangkörper und überbläst in die Oktave. Der Korpus der Oboe ist dreiteilig und setzt sich aus Oberstück, Mittelstück und Becher oder Fußstück zusammen. Oberstück und Mittelstück haben an ihrem unteren Ende einen korkummantelten Zapfen, der in eine entsprechende Metallhülse am oberen Ende von Mittelstück bzw. Becher gesteckt wird. Zuletzt wird das Mundstück, von Oboisten meist Stichrohr genannt, oben in das Oberstück gesteckt. Sowohl für Korpus als auch für die Oboe gibt es eigene Ecken, in denen sie aufbewahrt und transportiert werden. Aufgrund der Klappenmechanik, die im Laufe ihrer Geschichte, um den steigenden Ansprüchen an Klang und Intonation gerecht zu werden, mit zunehmender Kompliziertheit dazu führte, dass auf immer engerem Raum, spezieller Oberstück, immer mehr Bohrungen und Metalleinsätze angebracht wurden, war das Holz deshalb immer größeren Belastungen ausgesetzt. Dies führte dazu, dass nach und nach auf immer härtere Holzarten zurückgegriffen wurde, die dieser Belastung standhalten können. Inzwischen gibt es auch recht erfolgreiche Versuche mit Kunststoff bzw. Composite Materialien, Holzabfälle mit kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Auch Oboen aus transparentem Acrylglas werden hergestellt. Die Ebonit- und Acrylglas-Oboen sind besonders gefragt für den Einsatz unter extremen Klimabedingungen, da dort das Holz leicht Gefahr läuft zu reißen. Die Oboe gilt als eines der im Aufbau kompliziertesten Blasinstrumente. Die Klappen und Blöcke werden aus Neusilber oder ähnlichen leicht schwingenden Materialien geschmiedet und anschließend mit diversen Silber- oder Goldlegierungen überzogen. Die Anzahl der Klappen variiert von Modell zu Modell. Die Tonlöcher moderner Oboen werden durch Klappen verschlossen. Jede Klappe ist mit einem Klappenpolster versehen, das das Tonloch abdeckt. Tonerzeugung. Die Tonerzeugung geschieht mit einem Doppelrohrblatt, das zwischen die nach innen gewölbten Lippen genommen und durch das mit hohem Druck hindurch geblasen wird. Im Korpus der Oboe wird der Ton nach dem Prinzip der stehenden Welle in einem Instrumentenrohr erzeugt. Es bildet sich eine schwingende Luftsäule. Mit dem Öffnen und Schließen der Klappen wird die Länge der schwingenden Luftsäule und somit deren Wellenlänge verändert. Der Ton wird höher oder tiefer. Spieltechniken. Triller. Halbton- und Ganzton-Triller sind bis zum E3 gut ausführbar. Tiefe Triller, von B bis D1, sprechen langsam an den Klängen hoch und dick. Tremoli gehören nicht zu den Instrumenten typischen Spielweisen der Oboe. Manche Tremoli sind aufgrund der komplizierten Griffweise nicht verwendbar. Fingerresonanz. Erzeugt durch teilweises Verschließen der Tonlöcher bzw. durch Griffveränderungen. Schnelle Gesang, die sind nur über kürzer Intervalle möglich, an den Registergrenzen und in der Tiefe sind Gesang generell sehr schwer ausführbar. Lippengesang kann auf jeder Tonhöhe ausgeführt werden. Die Tonhöhe kann, abhängig vom Ausgangston, bis zu einem Halbton nach oben und einem Ganzton nach unten verändert werden. Durch Überblasen erzeugte Flageolettöne. Vestibulando. Rasche Abwechslung zwischen Flageolett und normal gerufenen Tönen. Kontakt der Zähne mit dem Mundstück zur Erzeugung besonders hoher Töne. Verstopfen des Schallbechers zur Dämpfung des Klangs. Keypicks. Verwendung der Klappen als Percussion-Instrument. Spiel ohne Mundstück. Eine Geräuscherzeugung kann durch bloßes Fliegen durch Blasen oder mit Hilfe der Stimme erfolgen. Die Oboe kann ohne Mundstück durch Stimme und Mundstück als Blechblasinstrument eingesetzt werden. Vierteltöne und insbesondere Achteltöne sind aufgrund der komplizierteren Grifftechnik und aus intonatorischen Gründen vorsichtig von Komponisten einzusetzen. Alle Griffe, vor allem die Mikrotonalen, bedürfen eines sicheren Gehörs beim Spieler. Danach alle Griffe auf der Oboe vom Ohr kontrolliert, gegebenenfalls korrigiert werden müssen. Zepta. Die Anblasöffnung wird nach kurzem Anblasen wieder zum Jakob verschlossen. Mit Rohrblatt ist diese Spieltechnik bis zum Piano möglich, ohne Rohrblatt bis zum Mezzotron.
Sie kann bei 16 Minuten werden mit etwa bis Tempo 100 ausgeführt werden. Multi von X bezeichnet eine moderne Griff- und Anlasstechnik, die das gleichzeitige Spielen von zwei oder mehreren Tönen ermöglicht. Mehr als drei Töne simultan zu erzeugen ist äußerst schwierig. Die Oboe wird so angeblasen, dass ein Teilton oder mehrere Teiltöne der begriffene Note mit angesprochen wird oder die Teiltöne alleine erklingen. Merklänge, Multi von X, werden durch spezielle Griffe mit gleichzeitiger Veränderung des Anblasdrucks sowie der Lippenstellung auf den Ohrblättern erzeugt. Die meisten Griffe auf der Oboe ergeben Multi von X mit Intervallen außerhalb der harmonischen Teiltonreihe. Griffverwendung für Merklänge führen bei den verschiedenen Oboentypen zu unterschiedlichen Klangergebnissen und müssen daher erprobt werden. Für weitere Spieltechniken lesen Sie in der entsprechenden Fachliteratur nach oder fragen Sie den Oboisten oder die Oboistin Ihres Vertrauens.
das wirklich für die Oboe geschrieben wurde. Es folgen ein paar Gedanken der Komponistin selbst. Ich, die Sprecherin des Abends, spreche nun in der Ich-Form, aus Katrins Sicht. Die Frage, warum man komponiert, oder besser warum ich komponiere, ist nicht so einfach zu beantworten. Oder vielleicht schon, ich mache das halt einfach. Es kommt von innen heraus. Es ist existenziell für mich. Meine Leidenschaft und meine Qual in einem. Klänge bestimmen mein Leben, begeistern und faszinieren mich. Ich laufe durch die Welt mit offenen Ohren und ich liebe Klänge. Ich bin wie ein Kind, das sich von den Klängen der Umgebung verzaubern lässt. Ich spiele mit den Klängen. Ich untersuche sie. Ich zerlege sie in ihre Einzelteile, ich analysiere sie und dann setze ich sie wieder zusammen, in der Reihenfolge, die ich für richtig halte. Ich frage mich oft, welche Relevanz die Kunst und die Musik in der Gesellschaft hat. Oftmals habe ich das Gefühl, all die Gedanken, die ich mir mache, nicht in meine Kunst bzw. in meine Musik übertragen zu können. Hoffentlich fließt mein tiefgründiges Nachdenken über gesellschaftliche Strukturen und Zusammenhänge zumindest unterschwellig in meine Musik ein. Mich interessiert die Sensibilität und Brüchigkeit des Miteinander. Wir sind so abhängig von anderen Menschen. Ich meine das jetzt nicht nur als Komponistin, die Musikerinnen und Musiker braucht, um die Musik zu Gehör bringen zu lassen. Nehmen wir nur einmal eine Tasse Tee am Morgen. Wie viele Menschen haben dafür gearbeitet, dass ich die Tasse Tee trinken kann? Die Menschen, die irgendwann mal die Pflanzen gepflanzt haben, und die, die sie gepflegt haben. Und die, die sie geerntet und verpackt haben. Und die, die sie dann mit dem Laster zur Weiterverarbeitung gebracht haben. Und dann sind sie weitergelangt in den Handel. Und dort hat sie jemand in ein Regal geräumt und jemand saß an der Kasse, als ich sie als Tee gekauft habe. Genauso viele waren beteiligt an der Herstellung der Tasse, aus der ich den Tee trinke. Und wie viel Zeit hat das alles gebraucht? Unsere Gesellschaft ist so ein riesiges Geflecht. Wir leben quasi in einer sozialen Vernetzung, auch ohne sogenannte soziale Netzwerke. Und natürlich ist das Miteinander fragil, sensibel und brüchig. Und wenn ein Glied in der Kette nicht möchte, dann funktioniert das System nicht. Und ein bisschen ist es auch das, was mich an meiner Musik interessiert. Meistens entstehen organische Wucherungen, Elemente, die einander bedingen und korrelieren, die sich auseinander entwickeln und aufeinander beziehen und meistens beziehen sich auch die neuen Stücke auf die alten und wuchern quasi dort hinein. Gewebe in unterschiedlichen Wachstumsformen und Verläufen. Genauso wichtig ist aber auch die Vernetzung zwischen mir und den Musikerinnen und Musikern. Was bringen sie mit? Was kann ich von ihnen lernen? Der Austausch ist mir sehr wichtig. Im Hintergrund hören wir meine Komposition Lichtungen für Helga Tenorblau, Flöte und Orchester. Es spielt Caroline Elena Fischer mit der Jungen Philharmonie Karlsruhe unter Leitung von Christoph Müller. Weil ich so gerne für Orchester schreibe. Dieser Raum aber leider viel zu klein für so viele Musikerinnen und Musiker ist, hören wir nun die letzten 7 Minuten des Stücks gemeinsam zu Ende.
dreischneidigen Messer tut. Dieses etwas verrückte Stück war Rotfischlein, Fischlein rot für hohe Sohle, welches sich auf ein Schandhinliches, schieres Portendes-Poem des Malers Oskar Kokoschka bezieht. Rotfischlein, Fischlein rot steckt mit dem dreischneidigen Messer tot. Wir kommen zu unserem letzten Stück des heutigen Abends. Isomer in der Fassung für Oboe und Drehleier.
Vielen Dank für Ihr Kommen. Das Konzert ist gleich vorbei. Bitte warten Sie, bis der Sand durch die Sanduhr gelaufen ist. Vielen Dank für Ihr Kommen. Bitte warten Sie, bis der Sand durch die Sanduhr gelaufen ist. Bitte haben Sie noch etwas Geduld, bis der Sand durch die Sanduhr gelaufen ist. Vielen Dank für Ihr Kommen. Bitte warten Sie, bis der Sand durch die Sanduhr gelaufen ist. Bitte haben Sie noch etwas Geduld, bis der Sand durch die Sanduhr gelaufen ist. Vielen Dank für Ihr Kommen. Gleich können Sie bei einem gemütlichen Gläschen Fragen an die Komponistin richten. Gerne berichtet sie von ihrer Kunst, ihren Konzepten oder ihrer Klangsprache. Haben Sie noch ein bisschen Geduld.